Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu einem neuen Part von Let's Co-op Together, Dawn of War 2 Retribution mit den Battle Brothers, Java-Heizung und Der Unnahbare. Wir haben uns im letzten Part auf der Gericht der Kadaver durchgekämpft und ein Versorgungsdingsbums verteidigt, haben ganz viel Ausrüstung bekommen und sind jetzt auf praktisch maximaler Stärke, weswegen das hier vielleicht schon eine der letzten oder vielleicht sogar die letzte Mission sein könnte. Quatschen wir nicht lang drum rum, hören wir uns an, was zu sagen ist. Richtig. Stammt ganz klar von Kyras Streitkräften. Ein Überraschungsangriff könnte von Vorteil sein. Okay. Wir wollen ein Avatar. Wir wollen ihn ganz dringend, ja. Wir haben nämlich nichts gegen Fahrzeuge. Wir wollen ein Avatar und Phantomdroiden. Ja. Okay, legen wir los. Also, die haben einen Land Raider ausgegraben und noch einen haben sie jetzt wohl gefunden. Ja, das habe ich daraus auch entnommen. Panzerabwehrwaffen, ja gut, das ist schön, dass Sie uns das sagen. Laserkanonen haben wir nicht, Melter haben wir nicht, Raketen haben wir nicht, Kanonen und schwere Nahkampfwaffen haben wir auch nicht. Ja, dumm gelaufen. Das ist auch echt so eine Sache, also das fehlt den Eldern halt wirklich, die haben keine Panzerabwehrwaffen. Kann man so nicht sagen, die haben ja auch so Laserkanonenartiges Gedönse. Aber wir haben die nicht. Ja, das stimmt auch nicht ganz. Wir haben noch nie eine Laserkanone oder so gekriegt. Die ganzen Fusionsblaster, die wir da ständig mit Kaleth wegwerfen, die sind gut gegen Fahrzeuge. Bist du sicher? Ja. Oh wow. Das ist aber kein Land Raider. Wollte gerade sagen. Das ist ein Baneblade. So, jetzt will ich aber wissen, was das hier mit der Spinnenbrut... Ja, guck mal, das kostet mich tatsächlich nur Energie. Ja, was passiert da jetzt? Cool. So, ab geht die Party. Also wir kriegen gratis Warpspinnen dadurch, das finde ich super. Die sind nämlich auch gut gegen Fahrzeuge. Oh, der ist nicht bemannt. Können wir da rein? Bitte. Das ist ja so gut, ne? Menschen und ihre Panzer. Oh. Da kommt ein Avatar. Ja. Bum, 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 bum. Was wäre denn, bisschen... wenn wir jetzt die Mission nicht gespielt hätten? Gute Frage. Jo. Avatar regelt. Hey, cool, ich habe jetzt einen Avatar. Mann! Die kreischende Klinge. Die kreischende Klinge ist eine Waffe mit immenser Macht. Sie kann benutzt werden, um eine Weile brennende Psi-Energie zu projizieren. Okay. Und Kanes Zorn. Dezimieren Sie die Feinde in der Nähe und Umgebung Ihres Avatars. Ich hole ein... Ah, schade. Wir haben ein zu großes Bevölkerungslimit. Das ist natürlich dumm gelaufen. Ein Verwundeter hat die Kontrolle über einen Siegpunkt. Wir könnten einen zweiten Avatar bauen. Ne, können wir uns nicht leisten. Ich habe einfach nochmal einen Trupp gratis Warpspinnen geholt. Ja klar. Das steuert ruhig drei Einheiten und ich null. Ja, ich würde dir den Avatar ja gerne geben. Was will ich denn mit dem Kropfzeug? Ja, es ist schon klar. Du gehst da oben lang, sag das doch. Ja, wo wollen wir denn hin? Ich wollte erstmal hier unten die Anforderungspunkte einnehmen. Das ist ja ein riesiger Umweg, wenn ich mir das gerade so angucke, aber okay, ja wir gut. Müssen aber eh links unten in die Ecke. Ja, unter anderem, hast du recht. Alles infiltriert, ey. Sogar der Avatar. Hä, siehst du das auch gerade? Bei mir hat er gerade die Farbe vom Untergrund. Ja. Ach, das ist, weil der getarnt ist, dann nimmt er einfach die Untergrundfärbung an. Ah, eingeschickt. Ja. Das ist, oh wow, hi. Es geht. Neue Aufgabe, verstecken Sie einen ca. 30 Meter großen riesigen Flammenmann. Genau. Guck dir das mit den Warpspinnen an, ich finde das super. Niemand kann der Macht der Elder Widerstand leisten. Ich bin unterwegs. Flieh oder werde verbannt. Mach mal eine Fähigkeit mit dem Avatar. Mach ich gerade.
Sehr geil. Aber ich glaube, schön im Panorama aufgenommen mit Fraps jetzt. Ja klar. Und hier nochmal. Das war knapp daneben leider. Ja, die sind ja leider erst gespawnt, nachdem der kam. Was für wertvolles Elderblut ist vergossen worden. Wenn ich Warpspinnen brauche, dann hole ich mir einfach neue. Wie lange braucht er so fürs Cool? Ich würde sagen 20, 30 Sekunden. Holen wir ihn uns. Okay. Also es geht nicht schnell, aber es ist jetzt auch nicht ewig lahm. So, weiter nach oben. Ja, ich würde jetzt erstmal hier nach links gehen wollen, weil wir da noch mehr Bevölkerung kriegen. Ja, bin schon auf dem Weg. Danach. Putz, Junge. Der Pöbel des Chaos bedrängt. Warum ist übrigens ein Predator? Der Feind hat uns ins Visier genommen. Ich lege. Und Lakas und alles. Oh, da kommt noch einer. Noch ein Chaos Predator. Okay, gut, das waren beide Trupps. Warpspinnen, kein Ding, holen wir nochmal neue. Wo ist denn Avatar eigentlich abgeblieben? Ach, da steht da hinten Tupnex. Pass auf deine Kaylet auf. Naja, die hat ja Leben. Der Vorteil ist, dass man mit den Warp-Spinnen ja auch die Impulsminen werfen kann. Richtig. Das ist halt echt ganz cool. Ja, ich würde sagen, die Fähigkeit hat so, ja, 35 Sekunden Respawn, geschätzt. Krass. Deine Warp-Spinnen sind leicht verwirrt. Gar nicht, gar nicht. Wo ist denn eigentlich meine Olle? Ach, die steht wieder hinten und tut nichts. Ja, so haben wir das gerne. So muss das sein. Das ist taktisches Gameplay. Ja, die kann nämlich mal den Avatar heilen. Ach nee, kann sie nicht. Der heilt sich nicht. Schade. Gar nicht? Mm-mm. Nee, stimmt. Das ist ein Fahrzeug. Nein, dann würde ich ganz gern drauf aufpassen. Meinst du, wir brauchen den noch? Ja, für so ein Baneblade. Oder Land Raider. Okay, ich hole nochmal überhaupt drin. Uns auch Phantomdroiden holen sollten oder sowas in der Art. Aber gut, die Warpspinnen halten halt nicht viel aus, nur die sterben ja auch schnell da. Ja eben, also ich meine, wenn wir Bevölkerung brauchen, dann haben wir glaube ich immer noch die Möglichkeiten. Das Schöne ist halt, dass sie gratis sind, ne? Und die haben beide Aufrüstungen der Warpspinnen. Aber das sind immer diese schneller, billiger, günstiger, hier noch ein Sonderangebot, Sommerschlussverkauf. Ne? Aber dann miese Qualität haben, ja. Naja, und dann heißt es hinterher, können ja gar nichts. Warpspinnen sind ja total schlecht, aber sie sind kostenlos. Ja, gratis ist gratis. Das hat sich voll gelohnt mit den Granaten. Schon. Dahin ist ein Predator. Ist auch super. Ja, warte mal, ich hab doch Warpspinnen hier. Ja. Ich krieg's nur gerade nicht ausgewählt. Ja, super. Brauch und schon ist wieder alles tot. Warpspinnen. Braucht kein Schwein. Bist doch bloß neidisch auf meine geilen... Braucht kein Schwein, diesen Nörgel. Bist doch bloß neidisch auf meine geilen Fähigkeiten. Bäh. Steht einfach so solchen Marine. Kamikaze Warpspinnen, Attacke. Hol nochmal Warpspinnen. Ja, ja. Alter, die schießen auf den Avatar und machen denen auch böse Damage. Wer? Die solchen Marines. Tja, das ist ärgerlich. Heilt er sich vielleicht in der Nähe von solchen Schreien, so wie andere Einheiten? Ja, tut er. Ich flame die da schon mal aus dem Bunker raus. Vorne ist übrigens ein Geschütz. Aber ich muss dafür bezahlen, wenn ich hier Bobsch bin. Ja, warte mal, ich bin mal am Regen. Tolle Idee. Finde ich auch. Wow! Wow! Entschuldigung, das muss ich jetzt einfach machen.
Alter, guck dir das mal an, was hier an Grümpel rumliegt. Wow. Ein Soldat lag da noch, der ein bisschen vollständiger war noch war. Da steht ein Demon Russ. Ich flank den mal von hinten. Ja, ich hab nochmal einen Fox-Warp-Spinnen geholt. Ich fand die Singularität da durchaus, also die war ihr Geld wert. War auf jeden Fall unterhaltsam wie sonst was. 1, 2, 3, Bats. Ach, du meinst den lieben Russ? Mhm. Achso, das ist der gleiche lieben Russ. Mhm. Da hinten stehen noch zwei Sentinels. Okay, wir haben jetzt auch wieder... Ich glaube, das hackt hoch da und regelt. Okay, dann wollen wir jetzt hier alle gemeinsam mal da runter gehen. So, und jetzt zeige ich dir, wozu man Warpspinnen braucht. Hier hinten steht auch noch mal ein Predator. Okay. Den ich mir gerade mal kaufe. Also diese Warpspinnenfähigkeit, die ist übermächtig. Mit den Granaten. Nee, generell die Warpspinnen zu rufen gratis. Matsch. Da hinten sind noch Marines. Ich hole noch mal Warpspinnen. Wollen wir hier mal reingehen oder wie? Wollen wir? Da ist noch ein Punkt. Und Forderungspunkte sind immer gut. Vielleicht sterben da endlich mal ein paar Warpspinnen. Wow! Thermis. Ach, das erklärt auch, wieso meine Leute hier so krepieren. Ach nee, das waren gar keine Terminatoren. Ah, hier oben doch Terminatoren. Okay. Terminatoren. Ja, es sind Terminatoren, nicht Terminatoren. Du hast es heute aber auch echt, oder? Die Terminatoren. Ja. Seit ich das mit den Warpspinnen gemacht habe, magst du mich nicht mehr, gell? Nicht die Terminatoren. Oh nein. Rums, dein Avatar kriegt jetzt noch voll auf die Schnauze von Raketenwerfer. Du erscheinst mir ein wenig missgünstig, aber... Neid ist der Weg zur dunklen Seite. Ich könnte jetzt was sagen. Aber ich glaube es. Was wolltest du denn sagen? Das lasse ich halt. Ich könnte jetzt so einen typischen, deine Mutter-Spruch oder so bringen da drauf. Und deine Mutter ist der Weg zur Dunkelheit oder so. Da oben sind noch ein paar Spaces. Was, deine Mutter sollte den Weg ins Gleichgewicht bringen? Die macht schreien danach. Ja. Sie schreien! Übrigens, mein Avatar hat schon wieder kräftig auf die Fresse gekriegt. Das ist übrigens die Schimmerkugel. Ja, ich weiß. Aber die ist ja sowieso nichts, was uns angreift. Die Schimmerkugel hat einen entscheidenden Nachteil. Und zwar kannst du da nicht rausschießen, glaube ich. Ja, das macht ja dann voll viel Sinn. Ich pack den Avatar hier gerade nochmal neben dem Gebäude und lasse ihn nochmal auf. Der ist ja schon wieder voll. Ja. Ja, der war eben halb tot, deswegen. Ja. So, weiter ins Verderben. Man kennt das Spielchen. So, ich hau nochmal Warpspinnen. Gut. Na, wo bleibt ihr? Hey, meine Warpspinnen sind nicht gespawnt. Wie? Einfach so? Ja, heute keine Warpspinnen. Jei. Tarn dich. Okay, gut, aber der hat mir den Cooldown auch nicht abgezogen. So, hammert jetzt hier bald mal. Ich will Warpspinnen, hallo? Danke. Da oben ist noch ein Predator. Wo? Hm, hier. Okay, ich kümmere mich da mal drum. Ja, ich jump da eben rein und regel. Bumm. Ist halt mit dem Warpspinnen echt stark, dass sie darüber hüpfen, dann direkt die Granate werfen können. Und das Schöne ist, dass du sie auch einfach so opfern kannst, weil es einfach scheißegal ist. Ja. Sind das Geschütze, die da rumliegen? Wo? Auf dem großen Platz, wo wir da sind. Ja, sind's. Geil. Wollen wir erstmal den Tempel da rechts zerstören, wo wir gerade schon sind? Ja, okay. Aber als erstes müssen wir da oben den Predator mal töten. Der da direkt über dem Platz steht, du siehst es? Ja.
Ah, kack, da ist noch ein Termin. Ja. Ich stimme zu. Eine gute Position. Okay, du regelst dagegen das Hauptquartier, das finde ich gut. Termin ist weg. Ja, da sind nochmal drei gekommen. Wo steht jetzt? Warte mal, ich komme da gerade mal mit Caleb hochgejumpt und helfe dir. Wo ist denn Caleb? Verdammte Hacke, warum kommt die nicht? Ich hab die doch zum Sprung geschickt. Macht es nur ein Mittel, den Sieg zu erringen. Wo könnt ihr jetzt mal bitte Ronan in Ruhe lassen? Danke. Ich bin unterwegs. Da ist noch ein Punkt. Anforderungspunkte, das wichtig. Sonst verlieren wir. Mhm. Weil die Warpspinnen auch so viel kosten. Irgendwann bin ich mir nochmal ziemlich sicher, fängt der Java an übel auszutickern wegen dieser Warpspinnen. Ach Quatsch. Ach Quatsch. Hey, Elenwe, guck mal, wo Elenwe steht. Warum steht Elenwe da? Weil du sie aus den zurückgezogen hast? Fällt mir nur gerade so aus. Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, wo die abgeblieben ist. Sehr gut. Verloren und wiedergefunden, Elenwe. Dann würde ich mal sagen, ab geht die Post. Ja, warte kurz. Ich würde gerne noch warten, wo ist denn jetzt meine letzte Olle? Meine letzte Olle. Okay. Ich hole eben gerade noch mal Warp spinnen. Sekunde. Ping. Puff. Okay, Reihe. Ich stimme zu. Eine gute Position. Ich mach schon mal das Geschütz kaputt. Boom. Ja, guck mal, das ist eine imperiale Festung. Ohoho. Ja, yeah, imperiale Chaos und Spaces. Ja, sehr interessant, ja. Na, guck mal, die haben sich ja oben in den Bunker gesteckt. Ja. Ja, super. Wozu habe ich jetzt dann noch drei Granaten reingeschmissen? Weiß ich nicht. Frage ich mich auch immer, wenn du das machst. Alter, ist die imperiale Festung weg gewesen, boah. Die hat nicht viel ausgehalten, das stimmt wohl. Ja, jetzt kann ich es spüren. Oha. Oha. Der Bamblade sieht schon geil aus, ne? Landtrader? Wollte gerade sagen, ist kein Bamblade. Wir benötigen ein größeres Bevölkerungslimit, ja, fuck yourself. Kann man die irgendwie auflösen, die Trupps? Ne, kann man nicht, gell? Wir müssen Suizid retten. Das sind mittlerweile 5 Trupps Warpspinnen für Lau, weißt du, das ist so überpowered, diese Fähigkeit. Vorsicht, da ist ein... Demon Rust, der stand da die ganze Zeit schon. Okay, dann... 5 Granaten. Das wäre schon wieder ein schöner Moment für eine Singularität gewesen, aber ich glaube, das lasse ich eher mal den Adratar erledigen. Wenn der überhaupt noch irgendwas übrig hat, wenn die Bobspinnen zu Ende gefeiert haben. Nicht wirklich. Die Chimäre, ernsthaft? Ja, die wird's reißen. Ja. Zerstören Sie den Landraider. Wir sind auf dem Weg, Alter. Wir bewegen uns ja schon. Wir können dann auch mal einen Psi-Blitz runterholen. Ja. Psi-Sturm. Ja, sogar nicht nur einen. Was? Gardisten? Ich glaube, du hast Hack. Scheiße, da oben kann ich mich nicht importen. Brauchst du auch nicht. Wollen wir den letzten Gardisten auch umbringen? Okay. Hey, da sind noch mehr von den Arschen. Wo wir die jetzt herkamen. Die waren infiltriert, das sind doch infiltrierte Gardisten. Achso. Genau, die wären aus dem Rohr rausgekommen. Aus dem Rohr? Ja, weil das da so explodiert ist an der Stelle. Welches Rohr? Das rechts von uns. Da ist gerade schon wieder was explodiert, da kommen jetzt nochmal welche raus. Nee, ist ein Avatar durchgerannt vielleicht. Ja. So, okay. Da haben wir. Ich will euch alle unter meinen Ketten zu Knorpel zermalmen. Ja, sicher. Zerbrecht das Ding! Erledigt sie alle! Lasst Feuer! Ja, sicher. Granate! Lord Kyras Blick ruht auf euch! Enttäuscht ihn nicht! Blut für den Blutgott! Kanonenbombe hat nur los! Was? Kanonenbombe hat nur... Was kommt da raus? Alter!
Spaces. Die Fähigkeit vom Avatar machen auch Friendly Fire, habe ich gerade festgestellt. Sehr gut. Aber der Land Raider ist gleich Geschichte. Ja, ich habe da ja auch eine komplette Granatensalve mit 5 Trupps draufgeschmissen. So. Puff, okay, das war dieses. Der Land Raider ist verloren. Abrücken! Überlasst die Feiglinge ihrem Schicksal! Nein! Kein Orbitales. Bombardement. Der Triumph gehört uns. So sieht's nämlich aus. Psy-Schild. Psy-Schild bringt was? Er schafft ein Kraftfeld aus psionischer Energie, um den Anwender zu schützen. Verbraucht bei mehrer Nutzung Energie statt Gesundheit. Schön. Ja, das ist das, was ich mit Elenwe halt die ganze Zeit, mit Kaleth einsetze. Und wir haben ein Idol des Verdammnisheulens. Ach du Scheiße. Stufe 10 sinkender Speer. Verwendbar durch Veldoran und Runenprophetin. Pro Treffer eine Chance von 25% auf plus 150 Schaden. Boah. Uiuiui. Uiuiui, trifft es. Holy crap. Heilige Crap. Oh Mann, ey. Ist es immer wieder lustig, mit dir zu kommentieren. Errungenschaft freigeschaltet. Malediktus. Weil? Konnte ich mir gerade nicht angucken. Wollen wir die Phantomkristall-Synergie oder wollen wir Feu... Das hier wäre zum Beispiel so ein Ding, was gegen Fahrzeuge ganz gut ist. Die Fusionsstrahler. Ad vivo. Hier, der Feuergansfeuer. Die Fusionsstrahler, die nur Kaleth verwenden kann. Ach so. Ja, weil ich hier sowieso das Ding nicht geben will, macht das eh keinen Unterschied. Frustrom-Kristall-Synergie könnten wir eher geben. Also den Phantom Lord, Runenleser wollen wir eh nicht. Das ist ein bisschen blöd, dass wir Elenwe jetzt den singenden Speer, das Hagunzar geholt haben, weil die jetzt noch einen Stufe 10 singenden Speer nehmen könnte, ne? Ja, die ist ja sowieso eine Nahkämpferin. Singender Speer, das ist doch hier so ein Fernkampfstab, oder? Nein, das sind die Stäbe. Gucken wir uns gleich mal an, ja? Speere sind Nahkämpfer. Gucken wir uns gleich mal an. Also Feuergansfeuer wollen wir nicht, also die Phantomkristall-Synergie für die Phantom-Lords scheint mir doch das Sinnvollste. Auch wenn wir die wir haben jetzt aber den letzten Einsatz. Ja gut, aber den Rest von dem Zeug brauchen wir sowieso nicht, oder? Denk nicht, ne. Stimmt, wir sind schon übertrieben stark. Letzter Auftrag. Die Grube von Maledictus. Oje, oje, oje. Ja, so. Okay, eine letzte Ausrüstungsverbesserung vor der finalen Schlacht. Also ich finde, dass sich die Warpspinnen mehr als bewährt haben. Ja, finde ich auch. Dann können wir mit dem was gegen Fahrzeuge haben. Mhm. Also gucken wir uns das doch mal an. Was ist denn der Speer hier? Ist das eine Nahkampfwaffe oder ist das ein Fernkampfwaffe? Ne, ist das eine Nahkampfwaffe. Ja. Oh, ja, Entschuldigung. Jetzt ist die Frage... Belassen wir das dabei, weil das andere Ding, das ist ja tanky und das Ding hier ist Damage. Mhm. Wobei tanky vielleicht nicht unbedingt schlecht ist bei der nächsten Mission. Ja, zumal die ja die Healpacks hat. Ja. So, dann haben wir noch den Psy-Schild. Der ist ja eigentlich Nahkampfdingens. Eigentlich würde ich ihr den gerne geben. Ich hab Meinst du wirklich? Ja. Statt dem komischen Warpwurf, den ich eh nie benutzt habe. Schon wieder nicht. Ne. So gut. Aber die stand ja auch die halbe Mission AFK hinten rum. Okay, was haben wir noch für Ronan? Nix. Für Ronan haben wir eigentlich wirklich nichts. Das wäre höchstens die Option gewesen, dass man dem den Energieschild gibt. Ich glaube, dass ich ihm die Schimmerkugel wegnehme, weil ich die jetzt eh nicht eingesetzt habe eigentlich. Dann kriegt der den Sperrfeuerwiderstand. Genau, das wäre meine Überlegung. Und Veldoran könnte man auch diesen Warpwurf geben. Wobei ich den nicht für übermäßig sinnvoll halte. Wir wissen es ja nicht. Ja, richtig. Wir wissen es ja nicht. Aber ich finde den immer noch süß mit seinem Elchgeweih. Ja, stimmt. Ist irgendwie putzig. Auch wenn nicht besonders gefährlich. Ja, ich würde sagen, das wär's dann. Und in der nächsten Folge holen wir dann wirklich zum finalen Schlag aus. So ungefähr. Der letzte Auftrag, die Grube von Maledictus, gibt es im nächsten Part. Wir haben Community, Dawn of War Community Tag. Das heißt, heute wird wieder gezockt und gebattelt. Gebattelt?
schaut auf unserer Facebook-Seite vorbei. Die findet ihr in der Videobeschreibung oder auf unserem Kanal. Da gibt es Informationen zu Dawn of War, Warhammer 40k und zu dieser Community. Das kann man nicht oft genug sagen. Ja, wir haben es jetzt in den letzten Parts nicht mehr erwähnt, aber vielleicht gibt es ja ein paar neue Zuschauer, die noch nicht wissen, dass wir eine Facebook-Seite haben für diese Community. Also wenn ihr euch für Dawn of War oder Warhammer 40k interessiert und oder für unsere Videos, dann schaut da auf jeden Fall vorbei. Richtig. Freut euch auf den nächsten entscheidenden Part. Danke fürs Zusehen und tschö, tschö. Ciao.